Guten Tag. Heute besuche ich Andreas Pschübizin. Seit 4 Jahren ist er Concierge im Alte Hochhaus. Rund um die Uhr bewacht er und Kollegen den Eingang, ein bisschen wie im Hotel. Richtige Concierge im Hotel ist was anderes. Das ist anders gemeint, ne? Und hier ist das als Concierge, ja, das ist ja so, kann man sagen, Verbindung mit Hausmeisterhilfe, bisschen auch Reinigungskraft und alles Mögliches, ne? Die meisten Bewohner kennt er vom Sehen. Am Concierge kommt hier niemand vorbei. Die Tür ist ja zu. Das ist wegen Sicherheit, ne? Weil das ist so ein großes Haus, da kommen so viele Leute hier auf Besuche und so. Und dann vielleicht über Einbrecher kommen. Man hat ein sicheres Gefühl, wenn irgendwas ist, nicht? Es passiert ja manchmal was im Haus, nicht? Läuft mal Wasser über oder die Heizung geht nicht oder sowas, nicht? Nee, dann ist immer ganz schön, dass jemand da ist, nicht? Dafür kriegt er auch die Zeitung. Dankeschön. So, haben wir alles eingekauft. Andreas Pschübizin war arbeitslos und ist jetzt im Rahmen eines Förderprogramms vom Jobcenter eingestellt. In Polen hat er Maschinenschlosser gelernt. Als er 1998 nach Deutschland kam, ist er unter anderem LKW gefahren. Zuletzt war er in einer Reinigungsfirma. Mit fast 60 Jahren war er dem Stress dort aber nicht mehr gewachsen. Als Concierge macht er manchmal mehr, als er eigentlich müsste. Helfen zum Beispiel, wenn nötig. Das Problem im Alte Hochhaus, der Fahrstuhl hält nur zwischen 2 Etagen. Für Menschen mit Rollatoren sind die 8 Stufen dazwischen schwierig. Und wenn Sie noch Einkauf haben, so ein paar Kilo in den Rollator, das ist nicht so einfach. So, hier schaffen Sie alleine, ne? Bitte schön. Hallo. Moin. 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 Der Job im Alte Hochhaus gefällt ihm. Die Menschen seien fast alle freundlich. Was schöne Momente sind immer Weihnachten. Da kommen auch die Leute mit Geschenken. So ein bisschen Schokolade oder irgendwelche Bonbonniere oder bedanken sich für die Arbeit. Wenn er Frühdienst hat, macht er morgens als erstes einen Kontrollgang ums Haus. Denn es gibt immer mal wieder Ärger mit dem Müll auf dem Gelände. Ja, das ist ja hier ständig entsorgen hier irgendwelche, entweder Wildmüll und ab und zu schmeißen hier auch Leute von oben. Da wohnen auch irgendwelche, aber da kommen wir noch nicht nach. Wer schmeißt das? Das ist ja aber unglaublich sowas, dass die Leute das schmeißen. Meistens in der Nacht wird das geschmissen. Nur wer im Haus arbeitet, hat einen Schlüssel zum Dach. Er kontrolliert regelmäßig, dass die Tür auch wirklich abgeschlossen ist. Denn es hat in der Vergangenheit schon mehrere Suizide gegeben. Und dann gucke ich hier, ob da alles hier so einigermaßen in Ordnung ist. Wenn er hier oben steht, genießt er den spektakulären Ausblick. Bremen ist ja eine schöne Stadt mit viel grünen Flächen. Von unten sieht man das nicht so, ne? Aber hier von oben kann man das richtig schön beobachten. Und das gefällt mir auch. Die Fahrt, sagt der Concierge vom Alte Hochhaus, sei viel schöner als ihr Ruf.